Heute bin ich wieder mit den Wanderbrüdern unterwegs. Da sind sie. Hallo. Herzlich willkommen hier in Wildeck im Kanton Aargau. Genau gesagt fast in der Mitte vom Kanton. Und da oben ist das Schloss. Zuerst machen wir aber noch einen kleinen Abstecher zu meinem ehemaligen Lehrbetrieb. Da überqueren wir jetzt die Aare. Da hat heute doch relativ viel Wasser. Und das wäre dann die andere Seite. Ja, auf diesen Feldern, da habe ich früher auch gearbeitet. Ich glaube, wir hatten sogar auch Kartoffeln hier vorne. So, jetzt machen wir da noch einen kleinen Umweg. Noch schnell zum Laden. Schauen, ob sie noch was Gutes haben. Und dann geht es noch schnell zum Hof. Und dann machen wir die schöne Wanderung. Das ist jetzt der Hofladen von Koppels. Alles selber gemacht. So, das ist jetzt der Betrieb, wo ich die Lehre gemacht habe. Jetzt verlassen wir hier die Au wieder und gehen Richtung Schloss. Da sind wir wieder an der Aare. Und dann diesem Fluss da auf der anderen Seite werden wir entlang wandern. Es ist sogar noch ein Boot auf der Aare. Da drüben das Schloss Wildeck. Der alte Gasthof Bären. Hui! Das ist die Jodquelle von Wildeck. Es ist heute sehr heiß. Und da tut so eine Abkühlung sehr gut. Bevor wir jetzt dann zum Schloss aufsteigen. Jetzt geht das doch ziemlich steil bergauf Richtung Schloss. Da hinter dieser Mauer der Rebberg. Und da sind wir doch schon ziemlich am Rand vom Dorf. Da drüben noch die katholische Kirche. Da sieht man schon auf das Schloss Wildeck. Mächtiges, schönes Schloss. Und schaut mal da oben. So viele schöne rote Äpfel an diesem Baum. Ist das nicht schön?
das wäre jetzt noch ein Wohnsitz für mich. Mit deinem Schlossfräulein zusammen. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au château de Wildeck. Allez, wir haben Gäste. Das da ist der Ausblick vom Schloss. Und da in dieser Villa waren wir jetzt gerade. Und da vorne das Schloss. Ah, das ist so schön. Eine ganz tolle Anlage. Und da drüben noch die Scheune. Ja, es ist ein ganz schönes Schloss. Oh, schöner Ausblick auf Schloss Wildenstein. Schön. Und da unten auf meinen Hof, wo ich die Ausbildung gemacht habe zum Landwirt. Da oben noch das Wappen. Bohnenkraut, Schnittlauch, die normale Minze, Blutdampfer, eine riesige Auswahl an Kräutern. Ja, wenn nö. Da an der Wand die Trauben. Hier die Meerrettich. Riesen Auswahl an Kräutern. Der größte Teil davon kenne ich. Aber da sehen jetzt die Trauben auch gar nicht schön aus.
Jetzt betreten wir meinen Wohnsitz. Willkommen, Uwe und Stefan. Dankeschön für die Einladung. Das ist aber nett, mit deinem Wohnsitz betreten wir. Besuchen Sie die Schlosserin Madame Sophie von Erlach im weißen Kabinett. Das ist schön da. Da befinden wir uns jetzt in der Kornkammer. Och, zwei alte Pflüge. Das da braucht man eigentlich zum Hanf bearbeiten. Und dem da sagt man bei uns zu Hause eine Röndel. Oder auf Deutsch eine Getreidemühle. Sogar hinten noch angeschrieben, Röndle. Und dieses Gerät hier an der Wand, das wurde auch für die Hanfbearbeitung gebraucht. Da hier ist man mit den Pferden reingekommen. Und da vorne ist der Pferdestall. Diese Aussicht, die man da hat vom Schlosshaus. Ich glaube, ich habe schon einen schönen Wohnsitz ausgelesen. Hört ihr, ich habe sogar für meine Gäste noch ein Klavierkonzert vorbereitet. Thank you.
einen Ausblick in meinen Garten runter. Da sind einfach Leute drin, ohne mich zu fragen. Ich glaube, ich werf die raus. Da ist jetzt meine Bibliothek. Wenn es mir ein bisschen langweilig wird, gehe ich hier hoch und dann habe ich hier was zum Lesen. Hier sind wir fast zu oberst in meinem Schloss. Eine ganz alte Türe. Eine interessante Holzkonstruktion. 1705. Wow, ist das alt.
Da drüben sieht man noch die Lenzburg. Hier. Und auf die andere Seite das Schloss Wildegg, wo wir jetzt gerade besucht haben. Und da, durch diesen Weg, sind wir jetzt gerade gekommen. Und da vorne geht es jetzt weiter. Jetzt geht es wieder mal bergauf zur Kirche von Möriken. Das ist nicht so eine lange Treppe. Wow, schön. Da unten fließt die Bünz durch. Und da vorne sieht man noch einen Teil vom Jura. Und jetzt geht es da hoch. Ein ganz zahmer Fluss scheint es hier, die Bünz zu sein. Aber die kann auch ganz anders. Schön hier. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so ein schönes Tal ist. Ich gehe da jetzt heute auch zum ersten Mal durch. Mal auf der Straße bin ich nach hinten gefahren. Da unten die Bünz. Die Bünz und da vorne das Schloss, wo wir waren, Schloss Wildegg. Es gibt eine leichte Brise und das ist jetzt flussaufwärts. Ja, die Bünz hat doch recht viel Wasser. Ich bin ganz erstaunt. Und da oben ganz ein schön breites Tal. Aber es ist heute doch recht heiß. Zwischendurch so im Schatten. Oh, das tut einfach gut. Und da drüben eine ganz, ganz alte Weide. Ja, da sehen wir sie zum letzten Mal, die Bünz. Da vorne die Autobahnbrücke und hinter der Autobahnbrücke ist die Bahnstrecke Oldenbern-Zürich Richtung Heitersberg. Und das da ist noch talabwärts. Ein kleiner Brunnen hier am Wegesrand und da vorne die Autobahn
im Kriechgang sind sie unterwegs. Scheint ein Stau vorhanden zu sein dort. Noch ein Blick zurück Richtung Möriken. Und wir gehen jetzt in den Wald rein, direkt zum Bahnhof Ottmarsingen. Zum guten Glück müssen wir nicht auf die Autobahn. Da vorne irgendwo einen Unfall gegeben und jetzt hat es einen schönen Rückstau. Wir sind sicher schneller als die. Und da drüben auf der anderen Seite ist der Bahnhof. Wir sind jetzt auf dem Bahnhof Ottmarsingen angekommen und da kommt gerade ein Zug, so es aussieht, der Intercity. Bestimmt der Intercity Zürich-Bern. Oder es könnte auch noch sein Zürich-Basel.